werde heute die Brawl Stars Accounts von allen großen YouTubern bewerten. Unter anderem mit dabei ist Dr. Banks, Paluten, Hamed Loco, Standard Skill, iCrimex und noch viele mehr. Leute, hier ist wieder euer Eierkopf. Heute gibt es mal wieder eine Folge Brawl Stars. Heute wird es richtig cool, denn ihr habt es am Pre-Intro schon gehört. Ich werde heute alle Accounts von den größten deutschen YouTubern in Brawl Stars bewerten. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit dem allerersten. Ihr seht jetzt gerade schon einmal eingeblendet, welches der erste YouTuber ist. Und zwar der gute Dr. Banks. Er ist auch wieder zurück in Brawl Stars gekommen. Er hat doch schon früher einige Brawl Stars Videos gemacht. So 2020, 2021. Seht ihr hier mal kurz ein paar Videobeispiele eingeblendet. Und vor genau einem Monat hat er in Brawl Stars das erste Mal nach 3 Jahren Pause wieder gestartet. Und hier sind wir dann direkt nochmal auf seinem Brawl Stars Account. Dr. Banks hat jetzt gerade 5.353 Pokale. Sein Rekord sind 5.354, also ein Pokal weniger. Er hat aktuell 43 von 78 Brawlern und wir schauen einfach mal, hat er überhaupt einen legendären Brawler? Oh, er hat nur Search. Ebenfalls fällt mir gerade auf, er hat eine 21er Siegesserie. Und weil ich ja heute die ganzen großen YouTuber miteinander vergleiche und im Verhältnis hat Dr. Banks wirklich einen stabilen Account. Er hat relativ viele Brawler, hat eine gute Pokalanzahl, deswegen gebe ich ihm eine 3. So, Freunde, der nächste YouTuber ist tatsächlich der gute Lumex. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an den Brokkoli-Kopf hier an der Stelle. Und er hat vor 2 Monaten auch das erste Mal nach einer echt langen Zeit mal wieder Brawl Stars gespielt. Ihr habt ja auch die letzten Videos mit mir und ihm zusammen gesehen. Und deswegen würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit und bewerten den jungen Mann direkt. Lumex ist tatsächlich auch in meinem Club, in dem der Nita-Club. Und wir schauen einfach mal. Er ist, glaube ich, hier ganz unten. Eine Ewigkeit später. Ich habe ungelogen gerade 10 Minuten gebraucht, um Lumex zu finden, weil er gerade einfach in Brawl Stars Shit on You heißt. Ich weiß gar nicht mehr, wer dafür verantwortlich ist. Er hat den Kack-Spike ausgewählt und hat den Kackhaufen als Profilfoto. So, und schauen wir jetzt einfach mal, was das Profil von Lumex hergibt. Er hat 24.000 Pokale. Das ist tatsächlich, glaube ich, fast der beste in der heutigen Liste, wenn nicht sogar der beste Account. Er hat alle Brawler, 78 von 78 Brawlern. Und er hat Larry und Lowry auf 792. Er hat ja in einem Video erzählt, dass er den fast auf Rang 30 hatte. Also wirklich richtig, richtig heftig, muss ich sagen. Ansonsten, ja, er hat ein stabiles Profil. Er ist zwar der Brokkoli, das muss man ihm lassen. Trotzdem muss ich ihm eine 1 geben. Freunde, wir sind beim nächsten YouTuber. Und zwar bei dem guten Hamed Loco, der tatsächlich auch seit neuestem Brawl Stars spielt. Er hat doch vor kurzem einfach mal ein Video mit dem guten Jojonas hochgeladen. Und er holt sich ja auch gerade mal den guten Poop Spike Skin und hat sich gerade das erste Mal, glaube ich, Spike gekauft. Und falls ihr ihn kennt, schreibt mal Hashtag Hamed Loco in die Kommentare. Wir schauen uns auch mal seinen Account an. Das hier ist sein Club Präsidentos. Da steht nur für Präsis. Sehr interessant. Und wir schauen mal, an welcher Position der gute Hamed Loco in seinem Club ist. Digga! Platz 29 hat 44.000 Pokale und er hat 2.000. Natürlich no front, er hat ja auch hier neu mit Brawl Stars, soweit ich das weiß, angefangen. Und dafür, dass er neu am Start ist, eine 31er Siegesserie. Krass! Er hat 2.000 Pokale, sein Lieblingsbrawler ist Edgar. 27 von 78 Brawlern hat er. Sein höchster Brawler ist Edgar, danach Leon. Spike hat er auch gut gepusht. Sehr, sehr stabil. Dafür, dass er jetzt gerade angefangen hat. Und ich sehe gerade, Leon und Spike hat er auch beide einfach mal Rang 11. Trotzdem, ihr habt ja gesehen, Dr. Banks habe ich eine 3 gegeben. Das heißt, dem guten Hamed muss ich eine 3 minus geben. Mit einem Auge zu, wegen der Siegesserie. Und weil er mit Jojonas gespielt hat. Als nächstes sind wir in einem Video von Lukas. Und zwar seht ihr es links oder rechts, ich weiß nicht ganz genau, wo ich platziert werde. Ist die gute Chansel. Und Lukas hat mit ihr das allererste Mal Brawl Stars gespielt. Und wir haben hier einmal einen ganz kurzen Einblick auf ihr Profil. Sie hat gerade 17 Pokale, heißt Team Pink. Hat auch noch Edgar, glaube ich. Ich glaube, das ist ihr erster Brawler. Ja, das sind tatsächlich ihre einzigen 2 Brawler. Wobei, ich glaube, sie holt sich jetzt so sogar noch einen legendären. Oha! Was?
krass. Als dritter Brawler einfach mal Sandy. So, aber dadurch, dass ich ihr Profil jetzt nicht richtig bewerten kann, weil ich meine, sie hat halt wirklich nur 3 Brawler und irgendwie so 20 Pokale oder so. Schauen wir uns mal einfach kurz ihre Skills in Brawl Stars an. Okay, sie ist tot. Perfekt. So, sie lebt als Einzige und ist wieder gestorben. Ja, also, ich meine, sie hat noch einen kleinen Mädchenbonus. Deswegen gebe ich ihr eine 5 minus. Oh, ich habe gar nicht gehört. Was habe ich jetzt für eine Note gegeben? Egal, wir kommen zum nächsten. So, der nächste YouTuber ist tatsächlich Trymax. Ihr seht sie gerade schon mal. Und wir haben auch gerade kurz schon mal gesehen, er hat 20.000 Pokale. Wir werden uns gleich nochmal sein Profil ein bisschen genauer angucken. Aber schauen wir jetzt einmal kurz, ob er hier es schafft, die Runde zu gewinnen. Also ich meine, sein Gegner ist jetzt nicht wirklich stark. Da sollte er mit dem Boxer auf jeden Fall eigentlich die Runde holen. Minus 2. Mensch, Max. So, und der gute Trymax ist in dem Club von Big Spin. Und er ist auch letzter mit 22.000 Pokalen. Also ein bisschen mehr sogar als in dem Video gerade. Was? Digga, er hat Master-Rang? Hä? Bruder, was geht jetzt ab? Und er hat Gold-Mandy? 78 Brawler? 48er Siegesserie? LOL? Oh mein Gott. Was? 1000 Pokale mit Angelo. Angelo und Mandy hat er Rang 31. Larry und Lori auch 915. Was? Oh mein Gott, das ist krass. Hä? Digga hat auch fast alle Brawler Rang 11. Hä? Was geht jetzt ab? Okay, das ist heftig. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, dadurch, dass er viel mit Symantec spielt, das ist so undercover mit der beste Brawl Stars Spieler Deutschlands, würde ich jetzt mal sagen, der ihn, glaube ich, ziemlich carried. Ich glaube, dadurch hat er viele Brawler so hoch und auch diesen Master-Rang. Trotzdem, ich sag ehrlich, Max, Trymax kriegt von mir eine 1. Also, ich glaube, er hat vom Verhältnis sogar ein besseres Profil als Lumax. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Schreibt mal Hashtag Trymax oder Hashtag Lumax, je nachdem, welches Profil ihr besser findet. Es geht weiter an der Liste. Wir sind bei dem Laser-Luca angekommen. Und er hat tatsächlich einfach mal ein Battle gegen Lukas gemacht, den ihr hier auf der anderen Seite auch unten seht. Leider habe ich das Profil von Laser-Luca nicht in meiner Freundesliste. Lukas hat ihn aber in seiner Freundesliste. Das ist halt hier eine alte Aufnahme. Ihr seht, das Profil sieht natürlich hier noch anders aus. Aber soweit ich das weiß, hat er danach nicht mehr Brawl Stars geöffnet. Hören wir mal kurz, was Lukas zu ihm sagt. Ja, 19.300 Pokale, Rekord. Er hat 5.703 vs. 3 Siege und das ist heftig. 1.380 Solo-Siege. Leute, er hat mehr Solo-Siege als ich. Ich habe 1.289. Das ist heftig, also er hat schon mehr Solo-Schauen einfach mal gespielt als ich. Dann hat er eben, ja, noch 937 Duo-Siege, was auch schon echt viel ist auf jeden Fall. Und ja, der hat auch 45 Brawler. Digga, damals gab es einfach nur maximal 54 Brawler. Und, ne, Spike hat er auf jeden Fall am Start, Leon, Sandy, genau. Und hier unten Griff noch nie gespielt, Bell eine Runde. Ohne Witz, wie gesagt, wir sind hier in der YouTuber-Skala. Würde ich ohne Witz mal eine 2 geben für seinen Account. Ja, also ich würde tatsächlich mich da Lukas anschließen. Ich würde sogar vielleicht noch ein Plus oben drüber machen oder mit dazu ergänzen. Ich finde Lukas sein Profil echt stabil und auch im Vergleich natürlich zu den anderen Leuten, die hier drin sind. Aber bei, ja, nee, machen wir, komm, nochmal wegradieren die 2 Plus. Ich schließe mich der 2 an. Der nächste bei mir in der Liste ist Lukas. Ich dachte mir, wir brauchen zumindest schon mal einen OG Brawl Stars YouTuber hier drin, den ich auch bewerten kann. Wir machen es hier kurz und schmerzlos. Lukas ist ja ganz klar eine Melone und im Vergleich zu den anderen, ne, ich meine, Lukas hat 61.000 Pokale, deswegen braucht er was anderes als eine Note. Er kriegt einfach von mir die Hashtag Eierkopf-Auszeichnung. Okay, der nächste YouTuber ist tatsächlich der gute Let's Hugo, den ihr da auch oben in der Ecke am Zocken seht. Er hat auch einfach mal Brawl Stars gespielt und das gibt's auch auf YouTube zum Anschauen. Ich glaube, den Clubnamen muss ich zensieren. Was ist denn das? Im Titel der Clubbeschreibung steht nur gut. Schauen wir mal, wie viel Pokal der gute Let's Hugo hat. 1937. Auch hier ein relativ großer Abstand zu Platz 29. Aber wir gucken mal rein. Er hat eine 12er Winning Streak, hat 92 3-3 Siege, 87 Solo Siege, also er scheint ein Solo-Spieler zu sein. Er hat 23 von 78 Brawlern und wir schauen mal rein. Oh, Shelly, fast 500 Pokale. Melody hat er sich auch schon geholt. Auch Rang 11 sogar, direkt mal hochgepowert und reingejammt. Und er hat auch einen legendären Brawler und zwar einen guten Search. Aber ich sag euch ehrlich, also dadurch, dass er so die ersten drei Brawler, die sehen
Die sehen gut aus. Hier Mandy, Melody und Shelly hat er anscheinend alle sehr gerne gespielt. Den Boxer hat er hier auch in seinem Video gespielt. Den scheint er auch gerne zu mögen. Ich gebe Let's Hugo... Boah, ich kann mich gerade gar nicht entscheiden. Freunde, ihr übernehmt das einmal. Welche Note gebt ihr Let's Hugos Account? Und ich habe noch eine Frage. Habt ihr heute schon den Kanal abonniert? Sonst können wir hier gar nicht die nächsten YouTuber uns angucken. Warte mal. Habt ihr jetzt abonniert? Der eine da hinten noch nicht. Ey, wenn du jetzt abonnierst, sonst bewerte ich vielleicht sogar deinen Account nächstes Mal. Und gebt mal einen Daumen nach oben. Korrekt. Der nächste YouTuber in der Liste ist tatsächlich der gute A-Wife, der einfach mal einen Brawl Stars Livestream gemacht hat. Ich glaube sogar, es war ein Placement für Brawl Stars. Und wie ihr seht, er hat sogar auch schon Leon und 462 Pokale. Schauen wir nun mal einmal ganz kurz seine Skills an. Ja? Und holt er ihn? Nee, er wurde gekillt. Aber schauen wir uns sein Profil an. Sein Club ist die A-Wife Army. Schauen wir mal runter. Er hat tatsächlich inzwischen schon 1000 Pokale. Eine 15er Winning Streak. Er hat 13 von 78 Brawlern. Oha, was? Seine höchsten Brawler sind einfach so Leon und Spike. Und Leon hat ja auch schon Power 11. Ja. Hä? Gefühl, er hat einfach nur so 4 Brawler... 5 Brawler hat er nur gespielt. Oder eigentlich gefühlt nur 2. Ne, eigentlich gefühlt hat er nur Leon gespielt, wenn man ehrlich ist. Ich muss ja hier fair sein, ne? Deswegen muss ich A-Wife eine 4 geben. Aber ich glaube, er hat schnell gepusht. Ich glaube, er könnte noch ein krasser Brawl Stars Spieler werden. Der nächste ist der gute Jojonas. Ich glaube, auch da muss ich euch kein Gameplay zeigen. Wir gehen direkt mal in seinen Account rein. Und ich glaube, Jonas muss ich streng bewerten. Er hat 67er Siegesserie. Wobei, mir fällt gerade ein, Lukas habe ich auch nicht streng bewertet. Warte mal, ich frag mal Jonas selber, was er sich für eine Note geben würde. Hallo Jonas. Hallo. Ich habe eine Frage. Ich bin gerade auf deinem Brawl Stars Profil. Mhm. Was würdest du dir selber für eine Note geben, für eine Schulnote? Eine 2. Eine 2? Jonas, du bist aber sehr bescheiden. Weil du so bescheiden bist, ich bin mal so süß und ich gebe dir sogar eine 1+, okay? Aber Jonas, ich danke dir, bis später, ne? Ja, ciao. Ciao. Okay, Freunde, Jonas, ein sehr bescheidener Mann. Wir geben ihm eine 1+. Wir geben dir! Was? 3. Ja. 2. 1. Okay, Freunde, ihr merkt, der nächste ist der gute Standard-Skill. Und ihr seht ja auch schon mal Stunny Pro 383 Pokale. Und iCrymax, oh, ich sehe gerade, die haben beide genau gleich viele Pokale. 383, 383. Sehr krass. Okay, und der gute Standard-Skill ist jetzt hier auch in einer Runde drin. Das Ding ist nur, Freunde, ich wollte euch gerade eigentlich seinen Account zeigen. Nur hat er so wenig Pokale und ist auch nicht mal in einem Club drin, dass das Einzige, was ich euch hier zu Standard-Skill zeigen kann, tatsächlich das hier ist, dass er 408 Pokale hat. Er hat 12 Brawler, davon unter anderem Shelly, Danita, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Jessie und Daryl und dann noch 3 weitere. Und zwar Jackie, Bee und Angelo. Und Angelo ist tatsächlich einfach mal sein höchst... Digga, hat alle Pokale nur mit Angelo, oder was? Okay... Ja, also Freunde, wir müssen nun mal fair sein. Ich habe A-Wife, glaube ich, gerade eine 4 gegeben. Deswegen kriegt Standard-Skill eine... 5+. Oh, ich weiß gerade gar nicht, ob ihr es gehört habt, aber ja, Standard-Skill, super, super Account. Im heutigen Brawl Stars-Video haben wir super viele Star-Drops geöffnet. Denn Leute, ich habe mir einfach den kompletten Brawl-Pass freigekauft. Vorhin jetzt gerade gehört, der nächste YouTuber ist tatsächlich der gute Lami. Ich habe tatsächlich vorher noch nie ein Video wirklich von ihm gesehen. Er macht ja so Roblox-Sachen, aber ich weiß, dass viele von euch ihn, glaube ich, auch kennen. Wenn ja, schreibt mal Hashtag Lami in die Kommentare. Und wir schauen uns auch mal sein Profil an. Das Einzige, was wir jetzt hier zu Lami tatsächlich haben, ist, dass er 14 Brawler hat. Wundert euch nicht, das ist nicht schwarz-weiß hier von mir. Dabei hat er Penny, Jackie, Ems, Frank und Spike. Und er hat aktuell 252 Pokale. So, und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz seinen Skill in einer Runde an, um ihm auch eine Bewertung zu geben. Brawler passt am besten zu mir. Oh, oha. Yo, warte mal, der ist ja mal voll OP. Und außerdem hat er 7000 Leben, Freunde. Also das ist schon ein ziemlich heftiger Tank hier. Oh, 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 nimm das. Oh, komm schon, hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. So, den stunnen wir erstmal. Und dann kommen wir dahin. Der letzte Gegner. Zack, und zack, und, ciao.
Okay, sehr gut. Aber Freunde, auch dem guten Lami müssen wir fair sein. Er hat nochmal weniger Pokale als zum Beispiel Standard-Skill, den wir gerade bewertet haben. Deswegen, Lami, sei nicht sauer. Aber ich muss dir auch eine 5 geben. Freunde, wie gesagt, beleidigt mich nicht als dummer Eierkopf, nur weil ich euren Lieblings-YouTuber keine gute Note gegeben habe. Aber rein objektiv im Vergleich zu den anderen YouTubern hat der halt nicht so viele Pokale. Was ja nicht schlimm ist, aber ich bin halt heute der Lehrer. Und bewerte hier alle mit Schulnoten. Der nächste ist der gute Papa Platte. Aber es gibt leider gar kein Videomaterial, wie er selber Brawl Stars spielt mit seiner Facecam. Es gibt nur dieses Video hier, zusammen mit Hugo und Trimax. So, Freunde, und ihr seht, die Jungs gehen jetzt tatsächlich zu dritt in eine Runde. Und Papa Platte hat hier Piper ausgewählt. Die Frage ist nur, ob sie diese Runde hier gewinnen oder nicht. Nein, ich habe meine Ulti nicht mehr hinten können. Das wäre unser geilster Win des Tages gewesen, hätten wir das gerockt. Ja, das ist over, ist over. Jetzt reicht doch, komm, schieß sie rein! Oh, oh, oh. Die G, wir haben geworfen. Das wär wirklich ein easy win. Runde leider verloren. Auch von dem guten Papa Platte habe ich seinen Club gefunden. Der heißt Latten-Sepp. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber hier unten ist er und er hat sogar fast 6000 Pokale. Hä? Aber er hat eine maximale Siegesserie von 2? Was ist denn da los? 395 3-3-Siege, 259 Solo-Siege. Also er ist auf jeden Fall ein Solo-Spieler. Also ich glaube, es gibt ein Profil, was zu ihm vergleichbar ist. Und zwar das von Dr. Banks, sieht hier auch nochmal eingeblendet. Deswegen, glaube ich, ist da die Entscheidung relativ klar, was wir ihm für eine Note geben. Und zwar auch eine 3. Sehr stabiles Profil. Und wir sind bei dem vorletzten YouTuber. Und zwar ist es der gute iCrymax, der gerade auf seinem Zweitkanal Paulberger eine Serie macht. Und zwar Road to Pro. Er will immer besser werden im Brawl Stars. Und ihr seht, jetzt gerade hat er 425 Pokale. Er hat sogar Chester einfach mal. So, und wir schauen uns jetzt einmal ganz kurz seine Skills an. Er spielt tatsächlich den guten Spike. Sehr gute Wahl. Ich mag Spike auch wirklich sehr gerne. Ist mal eigentlich mit so mein liebster legendärer Brawler, vor allem weil er so coole Skins hat. So, aber schauen wir mal, ob Max die Runde hier holt. Okay, unsere Ultimate ist ready. Diesmal dürfen wir die nicht verschwenden. Oh. Oh. Und win, Leute. Erste Runde direkt. Stark. Ich habe tatsächlich das Profil von Max auch gefunden. Er ist im Club Egon. Ich habe keine Ahnung, warum er da drin ist. Aber er hat 509 Pokale aktuell. Hat eine 10er Winning Streak. Hat 24 Solo-Siege. Ich glaube, Duo oder Brawl Ball hat er auch noch nie gespielt. Ja gut, kann er auch noch nicht mit der Pokalanzahl. Aber sein höchster Brawler ist der Nita. Let's go. Dann hat er auch Spike auch einfach mal auf Power 11. Chester auch Power 11. Und dann hat er nur noch Shelly und alle anderen Brawler hat er auch noch nie gepusht. Aber er scheint auf jeden Fall der Nita und Spike sehr zu mögen. Und auch Chester, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber, Freunde, ihr habt ja noch gehört, was ich Standard-Skill für eine Note gegeben habe. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was prüfen. Ein paar Sekunden später. Ich habe tatsächlich gerade in meinem Kühlschrank geprüft und habe gesehen, ich habe nur noch eine einzige Paulberger Limo, sonst nichts mehr. Max, ich bin jetzt dafür, du kannst mich bestechen, wenn du willst. Deine Note lassen wir noch offen. Wenn ich eine neue Lieferung Paulberger Limo auf korrekte Basis bekomme, kriegst du vielleicht eine Note besser. Aber jetzt aktuell eine 5. Es geht jetzt direkt los. Hey, ich bin Shelly, sammeln wir diese Powerwürfel, bewege den blauen Joy. Warte doch mal. Ich nehme jetzt Paluten mal kurz seine Begrüßung vorweg. Der letzte YouTuber ist er. Und zwar schauen wir uns das einzige und erste Video an, wo Paluten Brawl Stars spielt. Eieiei. Ey, Freunde, das wird sehr witzig. Wir schauen uns gleich mal seine allererste richtige Runde an. Das war jetzt hier auch gerade noch das Testspiel. Und da seht ihr schon mal seinen Account. Er hat aktuell 10 Pokale. Hat nur Shelly natürlich. Okay, schauen wir mal, wie er mit der Danita rasiert. Das ist jetzt aber nicht mein Bär, oder? Nee, der ich hoffe, er holt die Runde. Hilfe. Komm, Paluten! Oh, ist das meiner? Nein, au! Ja, geil. Stark. Geil. Ah, und der will abstauben. Der will abstauben. Ah, das werde ich nicht überleben. Oh, nein. Ah, schade. Nein. Aktuell seht ihr, hat er 3 Brawler. Shelly, Danita und Poco. Und er bekommt noch Bandita Shelly hier am Ende. Und zwar aus dem Bandita Shelly. Tagesgeschenke-Serie. Und das hier ist auch der Screen, wo man nochmal gut sieht, was jetzt sein Profil sagt. Er hat 42 Pokale. Sein höchster Brawler Shelly mit 25 Pokalen und Power 3. Und ich sag euch ganz ehrlich, Freunde, Paluten hat hier, soweit ich das weiß,
heißt, glaube ich, den fast schlechtesten Account. Nur Kanselgül hat noch einen schlechteren Account. Deswegen tut mir mal alle einen Gefallen. Wenn ihr wollt, dass Paluten noch mal mehr Brawl Stars spielt und vielleicht auch mehr Pokale auf seinem Account bekommt, geht mal gerne nach meinem Video zu ihm rüber und schreibt ihm mal, Clash Games will dir helfen in Brawl Stars. Vielleicht können wir dafür sorgen, dass Paluten noch mal ein Brawl Stars Video hochlädt. Aber auch Paluten muss ich jetzt noch eine Note geben und er kriegt als Note eine 5-. Oh, habt ihr irgendwas gehört gerade? Weiß ich, irgendjemand hat da gerade geredet. Freunde, das war's jetzt hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dann und ciao, ciao.